Schön, dass ihr wieder da seid beim Mass Effect. Und ich freue mich wirklich, dass ihr da seid. Denn ich habe keine Ahnung, wo es lang geht. Ach doch, guck mal hier, von Rachni besetzte Mine. Ah, siehst du, da guckst du wieder stundenlang und dann hast du doch wieder das Ziel vor Augen. Seht ihr schon, klappt's wieder, seid ihr dabei. Also was sagt uns das? Ich brauche euch, schaut euch meine Videos an. Dann komme ich hier auch weiter. Das war aber wieder ein ganz schönes Stück. Hat er ja nicht gesagt 500 Meter? Alter, da habe ich mich jetzt aber aufs Maul gelegt. Ja, war die vorhin eigentlich auch schon da? Die hätte ich doch gesehen, wenn die vorher schon da wäre. Oder bin ich da einfach ran vorbeigefahren? Auf dem Weg. Gaurus hat immer noch Schnupfen. Nepmos. Das neue Nepmos, jetzt noch besser für ihre schlammige Haut, damit ihre Echsenschuppen auch wieder richtig gut flutschen. Nepmos. Was soll man dazu sonst sagen? Mir fällt mir nichts mehr ein zu Nepmos. Was machst du denn da? Schön bei mir bleiben. Na toll. Lauter Zysten an den Wänden. Alles nur Müll. Okay, wir haben die gleiche Map wieder gefunden. Wie damals mit den Affen. Das war knapp. Alle Ziele neutralisiert. Das ist gut. Hier, friss eine Granate. Oh, da kommen noch mehr. Ja, du hast ausgehalten. Ich glaube, ich hole mir auch mal den Demokratieverteiler wieder raus. Was ist los, Rex? Musst du kotzen oder was? Armageddon. Oh, ein Riesenvieh. Ich finde hier doch nie wieder alleine raus. Mal. So, jetzt aber hier.
Wow. Wow! Donnerwetter, ein Krieger oder was da stand. Aber wieso leuchtet der so? Der leuchtet. Uah. Toll, Riesenkakerlaken. Ich hasse es. Schon durchgekämpft wie die letzten Mongolen. Und dann können wir die Kiste nicht mitnehmen. Gespannt, was hier auf uns wartet. Oh, da kommt er wieder. Ja, Rachni Brutkrieger. Sehr gut. Boah, das Spiel, fang dich, Mann. Nicht, dass es gleich stehen bleibt. Da muss ich mir echt mal was einfallen lassen. Es geht so nicht weiter, dass mir andauernd die Dechiffrierung fehlt. Vielleicht muss ich wirklich Kaidan öfter mitnehmen. Pass auf, er hat ja auch nicht genug Dechiffrierung. Gucken, wie komme ich denn hier raus? Ja, hier geht's raus, okay. Dann haben wir das ja. So. Ich glaube, ich fahre nochmal zurück zu den Soldaten. Nicht um Zeit zu schinden, sondern einfach nur zu gucken, ob ich vielleicht damit die Quest nochmal irgendwie anders beenden kann. Schöner Sonnenuntergang. Tja, ich hoffe mal, dass wir denn die... Na gut, wir müssen ja noch nach Agnus Ro. Bis jetzt hat sich alles danach bestätigt, dass wir unbedingt nach Agnus Ro müssen. Und das Schöne ist, dass es erstmal eine Sidequest, die über mehrere Bereiche geht. Sie sind ein verdammt guter Soldat. Okay, schade, gibt nichts Neues. Ah, die Stimme kam mir gerade sehr bekannt vor. Hat die gleiche Synchronstimme wie Ashley? Hm, wäre immer lustig gewesen, wenn ich beide dabei gehabt, wenn ich sie dabei gehabt hätte. Thank you.
Argos Roh. Okay, wieso fliegt der jetzt so einen riesen Umweg? Naja. Wir gehen mal kurz raus. Ich will jetzt mal wissen, wo Argos Roh ist. Argos Roh, das ist das Gorgon-System. Ne, Krogon-System. Hier ist ja auch nichts drin, ne? Nö. Nur ein schöner lila Nebel. Kenturi. Nö, hier ist auch nichts. Von den hohen Tieren auf Arcturus. Ich stelle sie durch. Normandy, hier spricht Admiral Hackett. Wir wurden gewarnt, dass es im skyllianischen Randsektor verstärkt zu Geth-Aktivitäten kommt. Überwachungsdrohnen haben Geth-Außenposten auf 4 verschiedenen Planeten im Armstrong-Cluster entdeckt. Wir brauchen jemanden, der sie ausschaltet. Wissen wir denn, was sie wollen? Das ist schwer zu sagen. Sie könnten einfach nur Informationen über uns sammeln oder sie machen sich bereit, um Kolonien der Menschen zu attackieren. Es könnte die erste Welle einer Invasion sein. Hoffentlich nicht. Wir brauchen jemanden, der dem nachgeht, Shepard. Saren zu finden bleibt ihre oberste Priorität. Aber sie haben bereits gegen die Geth gekämpft. Sie sind die logische Wahl, um diese Außenposten auszuschalten. Wir übermitteln die Positionen aller bekannten Geth-Außenposten im Armstrong-Cluster jetzt an die Normandy. Admiral Hackett, Ende. Interessant. Es hört sich immer so an, als wenn das so leise auf einmal wäre, der Schluss immer. Ich hoffe mal, dass es in den Videos nicht so ist. Ja, Armstrong Lane ist leider nichts Neues. Würmeier will ich noch nicht hin. Mal gucken, Pheros. Herkules. Theseus. Voyager, war ich da jetzt gerade schon? Amazon. Okay. Hades Gamma. War das das nicht gerade? Anatheus. Ich um mein Kurzzeitgedächtnis, Alter. Nee, Geth-Vorfälle wollen wir nicht. Piraten? Nee. Hades Gamma. Ah, guck an. Anatheus. Daher kenne ich das. Okay. Lieferung und so im Amazon-System. Das ist zu viel, wenn ich mir... Das ist die Nadel im Heuhaufen, die ich hier suche. Ich werde jetzt einfach hier das nächste System ansteuern. Fertig. Kepler, willkommen, und zwar bei Newton. Neuer Nachrichtenträger. Oh. Stelle durch. Ich erhielt einige Informationen, die Sie gewiss interessieren werden, Commander. Jemand bringt frühere Allianzwissenschaftler um. Es hat im letzten Monat 4 Todesfälle gegeben. Ich kümmere mich gern darum, Admiral. Was können Sie mir darüber sagen? Wir haben eine Verbindung gefunden zwischen den Wissenschaftlern und Ihnen.
Sie haben alle vor einigen Jahren an einem Geheimprojekt gearbeitet, auf Akuse. Das kann nichts mit dem zu tun haben, was mir auf Akuse passiert ist. Diese Dreschlunde haben Dutzende von Soldaten getötet. Wenn das kein Unfall war, müssen wir es wissen. Commander, Shepard, was Sie damit anfangen, liegt ganz bei Ihnen. Ich dachte nur, dass Sie es wissen sollten. An dem Projekt war noch ein weiterer Wissenschaftler beteiligt, Dr. Wayne. Ich übermittle Ihnen seine letzten bekannten Koordinaten. Viel Glück. 5. Flotte Ende. Dr. Wayne von Wayne's World. Boah, das ist ja ein starker Planet. Es gibt immer so schöne Planeten hier, da weißt du gar nicht, wo den... Okay. Da gehen wir mal als letztes hin. Ontarom. Ja, bin ich mal gespannt, was es auf Ontarom so gibt. Stickstoffatmosphäre. 58 Grad Celsius? Da muss ich ja hier in Badehose und... in Badehose unterm Helm anhaben. Sieht ja auch schon wieder toll aus hier. Okay, alles in einer Richtung. Anomalie, Trümmer, Untergrundeinrichtung. Eigentlich ganz schöne Welten. Da bin ich mal gespannt, was hier so... Alter, was ist denn das? Riesenkäfer. Toter Turianer. Was ist das für Insekten, Alter? Vor allem die Kleinen sollten wir nicht anfassen. Nicht, dass die Großen uns noch angreifen. Papierbuch bei sich, okay. Dafür, dass sie zwar keine Bäume hier in die Gegend gepflanzt haben, haben sie es aber schön gemacht, dass sogar noch ein bisschen Rasen hochgeschmissen wird, anstatt nur eine Staubwolke. Boah, war das gerade ein Blitz im Hintergrund? Wir fahren wohl genau in einen Sturm hinein. Also, das sind auf jeden Fall Gewitterwolken. Naja, bei schwülen 58 Grad würde es mich auch nicht wundern, wenn es auf einmal... gerade noch so. Wenn es auf einmal richtig scheppert.
Da sind Feinde auf der Karte. Das ging ab einfach, das ist okay. Aber wieder nur Rotze da drin. So. Da müssen wir auch hin. Irgendwas snipert auf uns. Und die ziehen mal richtig gut ab. Söldner. Das war's. Wir haben sie alle gemacht. Sehr gut, Gaurus. So, jetzt mal vor der. Achso, das ist die kaputte Kiste, die da lang rutscht. Ich wollte gerade sagen, was rutscht denn da lang? Gucken wir uns mal schnell, was immer das hier für komische Metalle sind. Dann gehen wir da mal rein. Aber das sage ich euch hier schon mal jetzt, damit ihr euch nicht verschaukelt fühlt. Das machen wir in der nächsten Folge. Oh, Palladium. Eines der, das seltenste Metall, was es momentan auf der Erde gibt. Edelmetall gibt. Kannst du gar nicht aufwiegen. Mit materiellen Gegenständen, um das zu bezahlen. So. Ja, und damit würde ich sagen, sind wir auch heute wieder am Ende der aktuellen Folge angelangt. Und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder reinschaut. Also macht was Sinnvolles. Ciao!